Hey Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und wir sind jetzt hier aus diesem Feindeslager geflohen und ich guck mal, was man hier eigentlich so machen kann. Ich brauche wieder Feuer, schon wieder. Ist hier wieder so eine Lampe? Nö, diesmal nicht. Diesmal muss ich eine Fackel holen. Das sollte sich aber einrichten lassen, oder? Hier ist ja überall immer Feuer. Kann ich diese Tonnen runterschmeißen? Ach, guck mal, was da hinten auch noch ist. Weiß immer gar nicht, was ich hier zuerst machen soll. Ja, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ach, und hier haben wir auch so eine Dings wieder. Unerledigte Geschäfte. Ah, ja. Ja. Hüpf, hüpf, hüpf. Wo komme ich jetzt an Feuer? Erstmal gehen wir hier nochmal rein. Was haben wir hier? Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Wir drehen und schauen ihn uns genau an. Ein wunderschöner, adliger Fächer. Eins von zwei Fächern aus der Edo-Parodie. Parodie am besten noch, Periode gefunden. Aber anscheinend gibt es nichts zu diesem Fächer mehr sonst zu sagen an Geheimnissen. Schade, schade, schade. Feuer! Aber wo hat sie auf einmal immer diese Fackel her? Keine Ahnung. So. Komische Säcke hier. Mit Bergungsgut. Das ist auch wichtig, denn wir brauchen das alles für unsere Upgrades. Lara wird ja erfinderisch langsam. Ein paar Beeren auch noch. Kriegen wir gleich noch ein paar Erfahrungspunkte. So soll es sein, ne? Ist wunderbar. Stehen wir hier auf dem Haus. Wo soll ich eigentlich hin? Kann ich hier nicht mal einfach so ein bisschen eine Karte mit uns angucken? Begeben Sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen Sie zu Roth. Okay, das ist ja mal eine Ansage. Berg hinauf, dann weiß ich wenigstens rauf, runter, wo soll es lang? Türen gehen so nicht einfach auf. Hier geht es auf jeden Fall höher. Komme ich da durch das Loch? Nee, aber bestimmt von der Seite, ne? Irgendwie? Ist hier eine Tür irgendwie, wo ich rein kann? Ah, da. Ach, hier war ich doch jetzt schon. Ach, wie blöd. Ich laufe hier im Kreis. Und da hätte sie sich jetzt auch voll den Arm brechen können, ganz ehrlich. Hier wollte ich lang. Ist da noch irgendwas? Man könnte über den Baumstamm, ne? Klettern. Wahrscheinlich, wenn ich weiter nach oben gehe oder so. Ich schaffe das. Das sieht aber super aus. Also, Lara ist halt die geborene Springerin, Kletterin, Schießerin. Es sei denn, ich spiele. Aber es werden noch genug Gegner in diesem Spiel kommen, an denen ich üben darf. Ganz bestimmt. Was ist denn da los? Hallo?
Amaroth! Gott sei Dank, du lebst. Midgard hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsminister. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das Rudel ist irgendwo da oben. Na toll. Und ich mag die Wölfe ja auch so gerne. Aber wir haben ein Lager. Sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, genau, um unsere Fähigkeiten auch wieder zu erweitern. Was können wir denn machen? Wir könnten verbessertes Bergen machen, zum Beispiel. Oder Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Wir können auch unsere Pfeile wieder zurücknehmen. Könnten wir tun. Nee, das können wir noch nicht machen. Ach, was soll's. Verbessertes Bergen. Sammeln Sie zusätzliches Bergungsgut aus Kisten und anderen Quellen. Gut. Das war's dann ja auch schon wieder. Mit unseren Fähigkeitspunkten, die wir benutzen könnten. Können wir unseren Bogen weiter verbessern? Ja, können wir. Gewickelte Sehne habe ich jetzt dran gebastelt. Oder eher Lara. Und ja, so wird unser Bogen halt immer besser und besser. Das finde ich auch gut. Naja. Nur das Schießen und Zielen an sich müsste halt nochmal verbessert werden. Aber naja. Oh, das ist echt schlimm mit seinem Bein. Der Roth. Der tut mir echt leid. Jetzt sind wir hier auch in einer völlig komischen Gegend. Das sind diese Statuen, wo ich meinte, Feuer erforderlich. Genau. Dann holen wir uns mal Feuer. Aber wer macht diese ganzen Dinger überhaupt an? Brennen die einfach immer? Auf dieser Insel geht da jemand rum und macht die an? Oder... Fragen über Fragen. Ah, hier laufen auch Hühner rum. Kann ich die Hühner erschießen? Ja, genau. Was ist da drüben? Aha. Okay. Ja, super. Aber ich würde da gerne rankommen. Das ist das Problem. Und ich meine, dass wir eigentlich so Feuerpfeile und so schießen können. Aber das scheint ja hier noch nicht so zu gehen, ne?
Nee. Nee. Wie blöd. Das kommt aber noch, glaube ich. Genauso wie da. Ja, das. Ja, da kommt noch was. Das hat was mit unserer Ausrüstung zu tun. Da können wir jetzt, glaube ich, noch nichts machen. Ich laufe einfach mal wieder. So, was haben wir hier? Schon wieder Feuer. Du Hühnchen! Ich will das Hühnchen töten. Eigentlich will ich das Hühnchen gar nicht töten. Es ist ein Hühnchen hier, aber... Aber es sieht so lecker aus. Komm hier. Nein, Quatsch. Komm her. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Wo bist du? Hühnchen. Krieg's einfach nicht. Schade. Das Hühnchen hält mich hier total auf. Ich lasse mich hier viel zu leicht ablenken. Ich wollte eigentlich Feuer holen. Genau. So. Es ist auch total super, wie der Regen auf dem Bildschirm ist und solche Kleinigkeiten. So Details halt, ist total schön. Es wirkt alles so echt dadurch. Dankeschön. Super, davon können wir nie genug haben für unsere Upgrade-Geschichten. Da kann ich wohl. Dann machen wir das doch mal. Immer nimmt sie automatisch das Ding. Kann ich nicht abschießen, oder? Nee. Nee, das. Nee. Genau, das ist toll. Dann bist du jetzt ein Stockwerk weiter oben. Das ist schön. Diese Ruinen. Schön. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann. Außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Ja, das ist eine alte Schriftrolle. Eine von 10 ist, müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Also, Lara hat ja aber irgendwo damit schon recht, oder? Mit allem, so, wenn hier überall diese Sachen zu finden sind, dann war ihre Vermutung doch richtig, dass es hier überhaupt sowas gibt. Dass die hier gestrandet sind und so, meine ich. Kriege ich nicht ab. Ich brauche schon wieder Feuer. Ja. Feuer, Feuer, Feuer. Wie komme ich jetzt hier oben an welches ran? Okay. Oh, Wölfe. Schön.
Nee, da will ich eigentlich nicht so runter. Ich bin ja froh, dass ich nach oben gekommen bin. Aber irgendwie weiß auch nicht. Wo gehe ich am besten lang? Ich soll eigentlich mehr da lang. Okay. Ist auch nicht gerade ungefährlich. Ja, es ist ein bisschen unheimlich gerade. Was mache ich denn jetzt? Nee, das war schon richtig. Ach so, da soll ich lang. Okay. Eigentlich kann man an den Wänden hochklettern, aber das können wir anscheinend noch nicht. Deswegen laufe ich jetzt hier rüber. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Oh, das war gefährlich. Und ich bin voll ins Wasser gestürzt. Muss ich nochmal nach oben laufen. Kann ich da irgendwie durch? Nein. Dann gehe ich hier nochmal hoch. Machen wir es nochmal. Das schaffe ich. Bin nur zu früh abgesprungen. Sag ich doch. So, jetzt habe ich es geschafft. Wunderbar. Kommt schon einer oder? Uff. Das piept hier auf einmal so. Wenn sie sagt, das Rudel ist da drinne, dann laufe ich vom Rudel weg. Ist das denn richtig? Ja. Oder auch eher nö, weil hier kommen wir gar nicht weiter. Aha. Da könnte ich auch raufhüpfen und dann darüber, aber was bringt mir das? Dann nehme ich lieber... Ach, ich glaube, ich weiß warum. Hier ist wieder was zum Abschießen bestimmt, ne? Nee. Das ist nicht so eine Laterne. Gibt aber bestimmt einen Grund, wieso man dahin kann. Wir müssen einfach den Rucksack holen. Sonst kriegen wir Ross nicht gerettet. Boah. Das könnte schwierig werden. Wo ist er hin? Wow. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Zurück zum Loch damit. Du bist so im Arsch. Du bist bestimmt so im Arsch. Oder am Arsch. Im Arsch. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, die kommen bestimmt jetzt von rechts, links und überall.
so klar. Also das ist etwas, was ich an diesem Spiel echt schwierig finde. Also mal davon ab, dass ich nicht die beste Schießerin, Schützin bin, aber man muss es auf den Punkt genau. Auf dem Punkt genau muss man drücken. Und wenn man ja gar nicht weiß, was man drücken soll, dann finde ich das echt happig, muss ich sagen. Dann ist es nicht einfach. Wie denn auch? Ich meine, klar, deswegen, wenn man das zweite Mal macht, schafft man es auch meistens, weil dann weiß man, über was man gleich drücken soll. Und ich glaube, so eine Reaktionszeit ist schon so eine Sache. Hier können wir jetzt direkt runter. Möchte ich das überhaupt? Ist hier noch irgendwas? Ehrlich gesagt würde ich das gerne mal wissen, was hier da vorne ist. Da leuchtet was. Deswegen. Ach, ich wusste doch. Da muss ein Geheimnis sein. Wozu ist sonst hier dieser Block? Ich weiß aber nicht, ob ich diesen Sprung schaffe. Nein, bleib da schön drauf stehen. So. Da ist doch was, genau. Ah. Ein Geocache und... Was haben wir hier? Noch was. Unzugängliches Grab. Ja, genau, da fehlt noch eine Kletterausrüstung. Aber das ist wohl das, was wir als nächstes tun könnten. Wenn wir die Kletterausrüstung haben, schaffen wir das wahrscheinlich. Jetzt geht's erstmal runter. Ich schätze mal, das geht am Seil. Und dann helfen wir Roth. Wunderbar. Hättest du jetzt mal Feuer mitgebracht, dann wäre noch schöner gewesen. Gott, ich stürze mich hier immer runter, aber das ist der schnellere Weg, ne? Und ihr passiert ja irgendwie auch immer nie was. Von daher... Gut. Flicken wir dich zusammen. Solche Sachen. In der Spätschicht in Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du ein Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du.
Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Und damit haben wir die Kletteraxt bekommen. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Yippie! Ja, ich werde jetzt trotzdem an dieser Stelle mal einen Schrei um Hilfe, erklimmen Sie den Wasserfall, einen kurzen Cut machen, da ich nach meiner Festplatte eben schauen muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann!